Donald Trump in seinen letzten Tagen, gibt er noch mal Gas in Richtung China, was es damit auf sich hat, was es mit dem Höhenflug von Tesla auf sich hat und warum man vielleicht auch mal bei der ein oder anderen Aktie Gewinnmitnahme überlegen sollte, gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, Sie sehen es heute erstmals in diesem Jahr wieder aus dem Studio heraus, mitten natürlich im Lockdown und natürlich dieses Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und natürlich für viele Diskussionen sorgen, was macht da Sinn, was macht da keinen Sinn, eine Person, 15 Kilometer Umkreis, also da wird vieles natürlich da irgendwie in die Manege geworfen, wo man wirklich nicht wirklich sagen kann, dass das alles sinnvoll erscheint. Natürlich darf man die Pandemie nicht unterschätzen und auch die Folgewirkungen auf die medizinischen Versorgungseinrichtungen. Aber natürlich stellt sich mehr und mehr die Frage, wie das wirtschaftlich überhaupt noch verkraftbar ist und was da wirklich noch sinnvoll ist. Also einerseits haben wir die Einkaufsmärkte auf, aber die Einzelhändler sind zu. Wir haben Straßenverkauf, wo die Menschen in Schlange stehen, um ein Würstchen zu kaufen, aber wirklich Restaurants mit Hygienekonzepten sind zu. Das lässt sich schwer vermitteln. Auf der anderen Seite haben wir die dramatischen Situationen oder Berichte aus Los Angeles, wo Krankenwagen vor den Krankenhäusern stehen mit Patientenversorgung in den Krankenwagen und man wartet darauf, dass auf der Intensivstation wieder Betten frei werden. Also es ist ein Mischmasch an Meldungen und natürlich, wir müssen es ernst nehmen, aber was da alles beschlossen und entschieden wird, ja, das sorgt eher für weitere Unsicherheit und für weitere Unklarheit als für Verständnis. Wir kümmern uns um die Börse und da bleibt es ja auch nach wie vor spannend, was die Personalie Donald Trump angeht. Ja, er ist ja nach wie vor recht entspannt, macht noch keinen Eindruck, dass er das Weiße Haus verlassen will. Hat jetzt bei den bei der Senatswahlen in Georgia nochmal Wahlkampf für sich selbst in erster Linie gemacht. Eigentlich sollte er ja seine beiden Kandidaten unterstützen. Aber es ging ihm eher wieder darum zu sagen, er hat ja die Präsidentschaftswahl gewonnen und er wird auch nicht aus dem Weißen Haus rausgehen, was Joe Biden natürlich nicht so wirklich verstehen wird. Also es bleibt spannend, ob Donald Trump zum berühmtesten Mietnomaden der Neuzeit wird oder ob er dann doch noch das Weiße Haus räumt. Ja, jetzt hat er noch mal Gas gegeben Richtung China. Ob er das selber am Ende des Tages entscheiden muss oder ob man das dann Joe Biden überlässt, da steht eben noch nicht fest. Wird Joe Biden jetzt dann am 20. Januar wirklich vereidigt oder kommt da noch irgendwas dazwischen? Es ist eigentlich nicht zu erwarten, aber man weiß in Amerika nie so richtig, was da alles noch passieren kann. Auf jeden Fall hat Donald Trump jetzt wieder mal chinesische Apps ins Visier genommen und will weitere verbieten lassen. Natürlich, das tritt erst in 44 Tagen in Kraft. Also das wäre dann für Joe Biden gegebenenfalls noch eine Option, ob er das wirklich umsetzt oder wieder fallen lässt. Zuletzt hat ja die NICE die Anordnung erstmal wieder gekippt, dass man chinesische Aktien, dass ein Delisting angestrebt wird, das wurde wieder zurückgenommen. In China jetzt auch gleich wieder Protest gegen die neue Initiative von Donald Trump. Also das ist natürlich eine Verbalschlacht. Vielleicht will Donald Trump auf den letzten Metern einfach auch noch mal demonstrieren, was er gemacht hätte, wenn er im Amt geblieben wäre. Natürlich bleibt das nicht ohne Auswirkungen auf die Märkte. Natürlich, wir haben aktuell ein bisschen Unsicherheit, nicht nur diesbezüglich, sondern auch in Bezug auf eben diese Wahlen, diese Senatorenwahlen jetzt in Georgia. Es sieht aktuell danach aus, dass die beiden Demokraten das Rennen gemacht haben, damit letztendlich im Senat für eine Patt-Situation sorgen, womit Vizepräsidentin Kamala Harris das Zünglein immer an der Waage ist und was unter dem Strich heißt, die Demokraten können durchregieren. Das hat natürlich positive und negative Effekte oder hätte es, denn natürlich könnte mit Biden, also mit Repräsentantenhaus und Senat, wirklich Joe Biden viele seiner Pläne auch wirklich durchsetzen. Man könnte mit
einem höheren Konjunkturprogramm oder einem deutlich massiveren Konjunkturprogramm rechnen, was gut für die Märkte ist, aber natürlich gerade im Tech-Bereich hat ja Joe Biden auch angekündigt, da mehr regulieren zu wollen. Das wäre auch wieder negativ. Aber da wird natürlich viel diskutiert und viele Theorien ins Feld geführt, was dann am Ende rauskommt. Natürlich kann auch Joe Biden mitten in der Pandemie nicht anfangen, irgendwelche Restriktionen vorzunehmen. Man wird erstmal sehen müssen, dass wirklich die US-Wirtschaft im Gleichklang mit der Weltwirtschaft wieder richtig unter Strom kommt. Erst dann könnte man überhaupt damit anfangen, dann auch mal wieder an Steuererhöhungen zu denken beispielsweise oder eben auch an Einschränkungen. Das wäre dann aber auch auf einem ganz anderen Niveau. Jedenfalls die Auswirkungen auf die Stimmungslage der Investoren ist dann doch vorhanden. Wir haben jetzt 4 Greed Index im neutralen Bereich, was wir ja sehr positiv sehen. Also die Euphorie ist erstmal raus. Man spekuliert eben damit, was bedeuten die neuen Lockdown-Maßnahmen in Europa und sonst in der Welt. Wie geht es jetzt weiter rund um die Senatswahlen und natürlich auch um die Vereidigung des US-Präsidenten? Wie geht es weiter im Streit zwischen China und den USA? Und das ist natürlich auch etwas, was auf dem hohen Niveau für ein bisschen Verunsicherung sorgt. Aber das ist eben auch gut. Von dieser Basis aus haben die Märkte eigentlich jetzt wieder Rückendeckung. Ja, schauen wir uns dann auch nochmal diese China-Aktien an, um die es jetzt gerade geht. Alibaba nach wie vor aus meiner Sicht eine gute Kaufgelegenheit. Heute kamen auch Meldungen raus, dass Jack Ma, der Alibaba-Gründer, keinesfalls verschollen ist. Er hat sich nur etwas zurückgezogen, ein bisschen das Rampenlicht gescheut nach dem abgeblasenen Börsengang der Finanztochter Ant. Ja, aber trotzdem natürlich hier bleibt es dabei, die Aktie hat massiv korrigiert, was wir eher als eine gute Kaufchance sehen. Ja, anders sieht es aus bei Baidu. Hier sind die Börsenampeln auch zum Jahresbeginn auf grün gestellt. Ja, deutliche Zugewinne gleich auch im neuen Jahr. Und Sie kennen den Chart natürlich aus der Vergangenheit. Hier haben wir immer wieder auf den Turnaround gesetzt, der jetzt ja im Vollgastempo vollzogen wird. Wirklich eine Aktie, die unter Strom steht. Wir bleiben für die Aktie auch bullisch, aber natürlich solche Entwicklungen wie jetzt in den letzten Wochen, die brauchen auch wieder mal eine Pause. Von daher, ob man da jetzt aktuell noch zukaufen sollte, da würde ich eher sagen, warten Sie mal auf einen Rücksetzer. Ja, auch im Vorwärtsgang, im Gegensatz zu Alibaba, bleibt JD.com. Hier sieht es sehr, sehr gut aus. Neues Allzeithoch jetzt wieder. Das einen freut, das andere leid, kann man sagen, wenn Alibaba unter Druck steht. Da freut sich der Konkurrent, die Nummer 2 in China, eben JD.com. Hier sehe ich eben auch noch Luft nach oben. Die Bewertung ist im Gegensatz jetzt zu großen, zu Alibaba, aber auch zu den amerikanischen Konkurrenten eher noch ausbaufähig. Da sind wir noch weit von einer Übertreibung entfernt. Ja, Tencent steht ja aktuell da im Fokus, was die neue Initiative von Donald Trump angeht. Bei WeChat ist man gescheitert, bei Kuku, dem Messenger-Dienst von Tencent, will man jetzt neu vorgehen. Aber auch da bleiben die Investoren zumindest in Asien gelassen. Denn die Umsätze, die Tencent in den USA tätigt, die sind wirklich zu vernachlässigen. Das ist eigentlich Zukunftsmusik, was mal vielleicht künftig hier eine Rolle spielt, aber aktuell eben kein Thema. Hier geht es eher um den heimischen Markt und da ist Tencent natürlich nach wie vor bestens positioniert. Hier geht es um den Gaming-Sektor, da läuft es sowieso bei Tencent richtig, richtig gut. Und natürlich dieses Beteiligungsgeflecht, was man sich aufgebaut hat in den letzten Jahren, unter anderem eben an NIO, dem Elektroautobauer in China, oder sogar 4% hält Tencent an Tesla. Also die Assets jetzt, die man da aufgebaut hat, allein haben einen Wert von über 100 Milliarden Dollar. Da ist man in vielen Boombranchen der Gegenwart und auch der Zukunft natürlich gut positioniert. Ja, eine Aktie bleibt auch in Rekordlaune, das ist eben Tesla. Und der Chart spricht Bände, den Sie sehen. Hier geht es wirklich weiter, weiter nach oben. Und das ist wirklich eine Story, wo ich sagen muss, da bin ich nicht mehr dabei, schon lange nicht. Leider, ich war immer ein großer Fan von Tesla, finde die Story nach wie vor gut. Aber ich kann mit der aktuellen Bewertung einfach nichts anfangen. Das kriege ich irgendwie nicht auf die Reihe. Morgan Stanley hat jetzt das Kursziel
sogar auf $810 angehoben. Gut, Stand gestern 735 ist das auch nicht mehr so viel. Und man erwartet eben im Grunde genommen für die Zukunft einiges. Man hat schon Schätzungen für 2030 hier bei Morgan Stanley angestellt. Dann erwartet man 5,2 Millionen verkaufte Fahrzeuge und ein Umsatzvolumen von $350 Milliarden. Das relativiert natürlich wiederum den heutigen Börsenwert. Aber das ist eben Zukunftsmusik. Da muss noch sehr viel passieren und sehr viel gut laufen und richtig laufen, damit der aktuelle Börsenwert eben in irgendeiner Form damit gerechtfertigt ist. Also wie gesagt, das ist eine Aktie, die fasse ich aktuell nicht an. Sie können da natürlich weiter mitspielen und wie gesagt, viele Shorties haben sich da schon die Hände verbrannt. Und natürlich, es kann Richtung $1,000, vielleicht auch Richtung $1,500 gehen. Alles ist möglich, wenn eine Aktie natürlich in der Übertreibung steckt. Aber wie gesagt, für mich aktuell kein seriöses Investment mehr. Das gilt auch für zwei Highflyer hierzulande, die von der Corona-Pandemie natürlich maßgeblich profitierten, nämlich Delivery Hero und HelloFresh. Da ging es zuletzt mächtig nach oben. Heute gibt es mal Gewinnmitnahmen. Und Delivery Hero, also eigentlich ja einer der Weltmarktführer im Bereich Essensauslieferung, bis jetzt noch defizitär unterwegs und auch nicht absehbar, wann sich das mal ändert. Ja, was soll man, wenn man den Chart sich anschaut, auch hier im Grunde genommen ähnlich wie bei Tesla. Nach oben hin wissen wir nicht, wie weit da die Spekulationsblase da den Kurs noch treiben kann. Aber auch hier würde ich keine neuen Investments tätigen. Und wenn ich drin bin, eher mal an Gewinnmitnahmen denken. Und das gilt mittlerweile auch für HelloFresh. Hier sehe ich eigentlich die Perspektiven etwas positiver als eben bei Delivery Hero. Weil dieses Geschäftsmodell, das finde ich ganz sexy, ganz interessant. Aber wie gesagt, auch hier kurzfristig sicherlich eher im Übertreibungsmodus. Und im absoluten Übertreibungsmodus, da bin ich dann auch am Ende heute, das ist der Bitcoin. Schauen Sie sich diesen Chart an. Ja, wir hatten diese erste Welle auf $20,000, dann hat es lange gedauert, ordentliche Korrektur bis auf $4,000. Und jetzt geht es da wie an der Schnur gezogen nach oben. Heute $35,000 der Bitcoin. Ja, da werden die sämtliche Kursziele pulverisiert oder natürlich nach oben genommen. Es gibt Ziele von $50,000, von $150,000. Irgendwo habe ich auch schon mal gelesen, $1 Million. Wer bietet mehr, kann man da nur sagen. Aber bis das alles mal wirklich einen fundamentalen Hintergrund hat, da gehen natürlich noch einige Jahre ins Land. Natürlich kann man hier mitspielen, mitspekulieren. Man kann auch im Casino auf Rot oder Schwarz setzen. Das geht ja auch. Aber ich würde auch hier sagen, der Chart spricht Bände und dass es hier auch wieder mal eine ordentliche Korrektur geben will, wenn irgendwann mal die Stöpsel gezogen werden, das ist auch außer Frage. Und da kann es auch zumindest mal wieder Richtung dieses Ausbruchsniveau bei $20,000 gehen. Also da bin ich mir sehr sicher, dass wir das in diesem Jahr noch mal sehen werden. Aber wie gesagt, einen Fuß in die Tür stellen im Kryptomarkt, da bin ich immer dabei. Das haben wir ja auch gemacht bei uns beispielsweise im Social Investor, unserem Börsenbrief, was eToro angeht. Aber wir haben jetzt immer auch Gewinnmitnahmen vorgenommen, unsere Position immer unterhalb von 5% da belassen und das werden wir auch in Zukunft tun. Das ist ein schönes Zugewinn, den wir da erzielen, aber wie gesagt, die Gefahr von Rücksetzern ist da einfach immens, weil da wenige große Player, die die Kurse natürlich manipulieren können, das darf man hier nicht außer Acht lassen. Ja, viele Eindrücke, viele Impulse aktuell. Heute die Futures signalisieren eher mal einen schwächeren Start in den USA, vielleicht eben wegen den Wahlen in Georgia. Aber ob das dann so bleibt, das sehen wir. Eigentlich die Rahmenbedingungen für Aktien sind einfach weiterhin positiv. Wohin will man auch mit dem vielen Geld, wenn nicht in Aktien? Von daher bleibt eigentlich die Devise: Rücksetzer sind Kaufgelegenheiten, zumindest bei Aktien, die sich auch wirklich rechnen lassen. Das war's für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie daran, morgen unsere neue Live-Show, 19 Uhr auf YouTube natürlich. Da erwarte ich, dass Sie dabei sind. Danke, bis dahin, Ihr Jürgen Schmidt.